Das Haus St. Michael in Bad Königshofen in Unterfranken, wo einst Familien schöne Erlebnisse in Seminaren und Freizeiten hatten, kommen mehr als 40 geflüchtete Menschen aus der Ukraine nach tagelanger Ungewissheit endlich zur Ruhe. Eigentlich sollte die Familienbildungsstätte abgestoßen werden. Dann kam der Krieg. Das Landratsamt Rhön-Grabfeld hatte 3 Busse an die polnische Grenze geschickt, um ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Mit dabei die Mitarbeiterin und in Lettland geborene Olga Sauer. Sie spricht Russisch und Ukrainisch, begleitete die abenteuerliche Busaktion und ist seither nonstop im Einsatz. Das kann man sich nicht vorstellen. Die Menschen lagen nebeneinander auf den Liegen, auf dem Boden, völligst erschöpft. Keine frische Luft. Draußen war sehr, sehr, sehr kalt. Und diese Schwingungen, was da alles war, das war einfach Not und Elend. Es ist unbeschreiblich. Wenn man da steht, bekommt man ständig Gänsehaut. Viele sind genervt, verloren, die Kinder weinen, manche frieren, manche sind hungrig. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, dass wir ein Schild geschrieben haben, wer sind wir, wohin wollen wir die Leute bringen. Das stand einfach auf dem Schild, ich habe den so gehalten. Deutschland, Bayern, Bad Neustadt, wir bieten eine kostenlose Unterkunft und wir helfen beim Beantragen vom Status und Sozialleistungen. Die Geflüchteten zögerten, sich den Unterfranken anzuschließen, traumatisiert und verunsichert durch die Erlebnisse. Die letzten 4 Tage saßen wir nur im Keller. Wir haben dort geschlafen, wir sind genau dort auch aufs Klo gegangen, weil wir den Keller nicht verlassen konnten. Und als die Bomben so nah waren, dass die Kellerdecke bröckeln anfing, habe ich verstanden, ich muss meine Kinder retten. So wie ich war, habe ich meine Kinder gepackt und bin zum Evakuierungszug unter Beschuss gerannt. Viele Geflüchtete wollen in die großen Städte. Olga Sauer und das Team des Bayerischen Roten Kreuzes sowie ein ukrainisch sprechender Arzt, der die Erstuntersuchung durchführte, wirkten schließlich so vertrauenswürdig, dass 45 Personen in die Busse einstiegen. Ich konnte mich nicht gleich entscheiden, ob ich mitfahre oder nicht. Ich hatte wirklich sehr große Angst, aber ich kam mehrfach auf sie zu und habe mir angehört, was bieten sie an, kann ich denen wirklich vertrauen? Und irgendwie haben sie mein Vertrauen dann doch gewonnen. Ich bin so dankbar, dass sie mich hierher gebracht haben. Wir erfahren enorme Unterstützung hier weiterhin in allen Fragen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Was сопровождение идет любого характера в принципе. Спасибо. Jetzt im neuen Zuhause in Bad Königshofen übersetzt Olga Sauer und ist als Vertrauensperson eine wichtige Stütze für die vorwiegend Frauen und Kinder, die vor dem Scherbenhaufen ihres bisherigen Lebens stehen. Sie haben absolut alles verloren. Die Stadt, in der ich lebe, ist komplett zerstört. Es ist alles zerstört, was ich im Leben hart erarbeitet habe. Wohnungen, ich habe keine Arbeit mehr, nichts. Ich habe diesen Weg angetreten, nur um meine Kinder zu retten. Ich hatte heute früh Kontakt zu meiner Mutter, nachdem ich 2 Tage gar keinen hatte. Viktoria und Julia, sie hatten ein ganz normales Leben mit Job, Kindern, Familie, Freunden und Stress. Ich habe Wirtschaft studiert und habe auch in diesem Bereich gearbeitet. Später habe ich mir meinen Traum verwirklicht und habe ein Kosmetikstudio eröffnet und habe als Kosmetikerin gearbeitet. Habe parallel angefangen, eine medizinische Ausbildung zu absolvieren. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob mein Kosmetikstudio noch steht, weil gestern wurde da gebombt und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Jetzt würden sich Viktoria und Julia diese stressige Zeit zurückwünschen. Stattdessen bangen und hoffen sie mit ihren in der Kriegsregion zurückgebliebenen Familien.
Ich bin sehr dankbar, dass meine Kinder in Sicherheit sind. Daran denke ich oft, es ist jetzt ruhiger. Aber ich mache mir natürlich unheimlich Sorgen um meine Familie. Und einerseits will ich sie unbedingt umarmen und sie wieder sehen und ich will heim. Andererseits denke ich, meine Kinder sind hier in Sicherheit und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich möchte die Sprache lernen, damit ich die Leute hier verstehe. Und ja, dass wir dann uns auch hier integrieren. Franz Jung, der Bischof der Diözese Würzburg, hatte die einstige Familienbildungsstätte Haus St. Michael dem Landkreis zur Verfügung gestellt. Er besuchte die ukrainischen Flüchtlinge zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt Bad Königshofen, Thomas Helbling, und den Helferinnen und Helfern des Wohlfahrtsverbandes Caritas und des Roten Kreuzes. Viele kommen aus Charkiw, die Stadt bombardiert, die Eltern in den Ruinen, in den Kellern, die Männer an der Front, man weiß nicht wo. Jetzt die Frage, wie geht es weiter? Eine Odyssee 4 Tage lang durch die gesamte Ukraine bis zur Grenze. Dann, wo komme ich hin? Was passiert mit mir? Wie komme ich an? Wird mich jemand verstehen? Also jetzt sehr, sehr bewegende Geschichten. Man kann es nicht hören ohne Tränen, das muss man wieder sagen, ja. Die aus der Ukraine vertriebenen Menschen drückten trotz ihres Traumas ihre Dankbarkeit aus. Alles, was ihnen bleibt, ist der Rückhalt der Menschen bei uns. Wir haben eine unheimliche Bereitschaft in der Bevölkerung, auch die also teilweise privaten Wohnraum mit Familienanschluss zur Verfügung stellen. Das ist meist immer für eine Familie oder Frau mit Kindern, sind ja meistens Frauen mit Kindern, die kommen, ganz wenige ältere Männer auch dabei, jüngere eigentlich gar nicht. Und also es ist schwierig, also da was für Schicksale dahinter sind, wenn man mal ins Gespräch kommt über Dolmetscher, das ist schon enorm, das hätte man sich gar nicht ausmalen können, dass das in Europa nochmal so weit kommen kann. Der zuständige katholische Priester und Dekan Dr. Andreas Kreft stammt selbst aus Polen, das seit der feindlichen Übernahme der Krim-Halbinsel 2014 schon Hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen hat. Die großen Städte, also die Bahnhöfe wie in Krakau, Warschau, Danzig oder woanders, sind brechend voll, brechend voll. Meine Schwester wohnt nicht weit von Danzig. Das Haus von meinen Eltern, letztendlich haben die, meine Geschwister andere Ziele gehabt. Und da sind auch die ukrainischen Flüchtlinge gekommen. Zuerst haben da 10 gewohnt, dann 15, 17. Gestern Abend habe ich Nachricht bekommen, es sind da 47 Personen in einem Haus. Und die sind glücklich, dass sie gerettet sind. Alles gut. Ja, Gott, unser Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen sind. Traumatische Erlebnisse, Fassungslosigkeit, Bestürzung. Das gemeinsame Gebet half auch Viktoria und Julia, dem Gefühl der Ohnmacht keinen Raum zu geben.